In den Teilen 1 und 2 von Schubladenschrank selber bauen habe ich gezeigt, wie die Schubladen und der Schrank des Schubladenschrankes gebaut werden. In den Teilen 3 und 4 habe ich gezeigt, wie die Schubladen und der Schrank als 3D CAD Zeichnungen erstellt werden. Hier im fünften und letzten Teil von Schubladenschrank selber bauen zeige ich, wie aus der Schublade aus Teil 3 und dem Schrank aus Teil 4 der fertige Schubladenschrank mit vier Schubladen als cad zeichnung mit dem Programm DesignKit 3D Max entsteht. Wie bereits gesagt habe ich den Schrank und eine Schublade als 3D-Zeichnung angelegt und ich werde jetzt im ersten Schritt die Schubladendatei hier öffnen und die Schublade kopieren und dann in die Schrankdatei anfügen. Dazu würde ich jetzt die Schublade komplett markieren, das mache ich durch Steuerung A. Und in die Zwischenablage kopieren mit Steuerung C. Jetzt kann ich diese Datei schon da schließen. Ich gehe auf Alle schließen oder Alle schließen, damit alle vier Ansichten geschlossen werden. Und kann jetzt den Schrank oder die Schrankdatei öffnen. Hier gibt es irgendwie ein Problem in der Ansicht. Ich gehe jetzt auf, die Echt, auf das Echtzeitdrehen und kann ja etwas hin und her wackeln. damit die Anzeige wieder aktualisiert und richtig dargestellt. Jetzt werde ich hier in dem Bereich die Schublade einfügen durch Steuerung V und durch Drücken der linken Maustaste wird die Schublade jetzt hier hingesetzt. Hier in der Ansicht kann ich noch etwas nach vorne ziehen, um sie besser zu sehen. Die Schublade selber ist jetzt noch in Einzelteilen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Seitenwand markiere, kann ich jetzt die Seitenwand verschieben. Das möchte ich allerdings nicht. Deshalb werde ich jetzt die Schublade gruppieren. Ich gehe zunächst auf Steuerung Z, um das verschieben rückgängig zu machen. Zoome dann alle Ansichten nochmal ein mit der Tastenkombination Steuerung Umschalt und W. Und markiere zum Beispiel in der Vorderansicht nur die komplette Schublade und gehe dann auf Tools, Gruppen, Gruppieren. Jetzt besteht die Schublade aus genau einer aus einem Objekt. Als nächstes werde ich die Schublade hier Versetzen. Dazu werde ich den Koordinatenursprung neu setzen. Setze den Koordinatenursprung auf diese untere Ecke der linken Seitenwand. Ich zoome etwas ran, gehe in die Nähe dieser Ecke und drücke dann mit der rechten Maustaste und fange diese Position unten ein. Als nächstes werde ich den Bezugspunkt der Schublade hier hin verschieben. Das mache ich, indem ich die Tastenkombination Steuerung H drücke, hier in die Nähe dieser Ecke gehe und mit der rechten Maustaste drücke. Jetzt ist hier so ein Kreuz hingestellt worden und schließe den Befehl mit der Enter-Taste ab, um hier den Bezugspunkt hinzusetzen. Und jetzt kann ich die Schublade in den Schrank rein bewegen. Das heißt, ich gehe auf Bearbeiten, Markiertes bearbeiten, Markiertes bewegen und kann hier die Koordinaten 5, 3... 0 eingeben und verschiebe die Schublade hier rein. Jetzt habe ich eine Schublade in den Schrank gesetzt und benötige natürlich noch drei weitere Schubladen. Die erstelle ich jetzt durch eine Kopienreihe. Ich gehe auf Zeichnen, Kopienreihe und hier ist schon bei Richtung 1 die 4 eingestellt. Ich gehe jetzt auf Punkt, Punkt Z. Und gebe dann hier einen 5, 166 und die 0. Und jetzt werden die vier Kopien erstellt. Mit dem Befehl Echtzeit drehen kann ich jetzt den Schrank von allen Seiten sehen und sehe halt eben auch, dass hier zwischen den einzelnen Schubladen etwas Platz ist, damit die natürlich nicht aneinander schleifen und freilaufen können. Hier in der Seitenansicht sieht man, dass hier noch sehr viel Platz finden ist. Das ist Absicht, weil die Schubladen erhalten Vollauszüge und diese Vollauszüge haben Selbstanzug und dieser Selbstanzug, diese Druckfeder, die dafür benötigt wird, befindet sich hier im hinteren Bereich und der benötigt halt eben diesen Platz, der hier halt eben noch gelassen wurde. Jetzt ist der Schrank soweit fertig, als nächstes möchte ich da auch noch Griffe dran anbringen. Den Griff habe ich nicht selber gezeichnet, sondern der kommt aus einer Datenbank und deshalb gehe ich auf Importieren. Da bin ich auch schon in der richtigen Position. Das ist dieser Möbelgriff. Den Datei öffne ich jetzt und die wird hier eingefügt. Ich schiebe mal etwas hier rüber. Und zoome alle Ansichten ein. Und den Möbelgriff möchte ich jetzt hier unten auf dieser Schublade anbringen. Hierzu werde ich erstmal an den Griff ranzoomen. Und zwar auf diese Position, weil ich möchte natürlich, dass diese Grundplatte hier auf dem Holz aufliegt und dieser gesamte Teil hier, also das Gewinde mit der Mutter und der Unterlegscheibe soll verschwinden. Das sieht man auch im ersten Video. Da habe ich zum Beispiel auf der äh, Rückseite der Frontplatte hier einmal die Löcher durchgebohrt, um halt eben die Gewindestange durchschieben zu können. Und da diese dieser Griff nicht aus dem Möbelbau kommt, sondern aus dem Maschinenbau. Äh, Gibt es ja eine Besonderheit, dass diese Gewindestange relativ kurz ist, weil eigentlich das Ganze hier nicht für solche Holzkonstruktionen gedacht ist, sondern für Blechkonstruktionen. Deshalb kann ich hier maximal eine Klemmenbreite von 10 mm verwenden und diese Platten hier, die sind 18 mm dick. Das heißt, ich habe dann hier noch wie im ersten Video gezeigt mit dem Forstnerbohrer eine Vertiefung angebracht auf der Rückseite, um hier halt eben dann mit der Gewindestange dann noch die Unterlegscheibe und die Mutter entsprechend auflegen zu können. Wie gesagt, ich möchte halt eben hier diesen Teil vorne auf dem Holz aufliegen haben. Ich gehe hierzu ähm, auf diese Position und möchte den Bezugspunkt dann hier hinlegen. Also ich drücke Strg H, wähle dann hier genau die Mitte von der Gewindestange aus und klicke mit der rechten Maustaste ungefähr in dieser Position und bestätige mit der Enter-Taste und setze hier den Bezugspunkt auf den Griff hin. Als nächstes werde ich den Koordinatenursprung auf dem Schrank neu setzen und zwar auf diese Ecke. Ich zoome nochmal ran und kann jetzt das Ganze nochmal einzoomen, um das besser zu sehen und gehe dann auf Bearbeiten, Markiertes, Bearbeiten, Markiertes, Bewegen und Lege jetzt mit dem Punkt den Griff genau in die Position, wo er dann halt eben auch angebracht werden soll. Das entspricht dann der 195, 100, 0. Jetzt ist der Griff hier vorne angebracht. Jetzt brauche ich den natürlich auch auf den drei anderen Fronten. Das heißt, ich werde auch hier wieder eine Kopienreihe erstellen: 4 in die Richtung 1 mit den Koordinaten. 195, 263, 0. Und jetzt werden die Griffe entsprechend dann angebracht. Hiermit wäre die Zeichnung jetzt theoretisch dann auch fertig. Damit man sich den Schrank allerdings noch besser vorstellen kann, gehe ich her und möchte hier auf diese momentan noch weißen Flächen gerne eine, Text eine Textur aufbringen. Hierzu markiere ich jetzt der Einfachheit halber den gesamten Schrank. Das heißt, ich drücke Steuerung A, dann wird der gesamte Schrank markiert. Das sollte man natürlich nicht so machen. Man sollte natürlich jede einzelne Fläche hier anklicken und mit einer Textur versehen. Äh, Weil auch hier bei diesem Schrank gibt es verschiedene Hölzer. Ich habe hier zum Beispiel auf der Seite und auch die Fronten, die sind aus Eiche. Während die Rückwand aus Birke ist und auch die äh, Schubladen, Innenteile. Das ist alles aus Birke, das sind auch andere Hölzer. Die müsste ich dann sowieso einzeln markieren und mit einer anderen Textur versehen. Ich mache es jetzt der Einfachheit halber so, dass ich das komplett markiere. Gehe dann auf die Strukturinfo und auf Texturmapping. Jetzt habe ich hier schon die Möglichkeit, aus vorgefertigten Texturen etwas auszuwählen. Das möchte ich allerdings nicht. Ich möchte mal eine eigene Textur verwenden. Zwar habe ich die hier abgespeichert als JPEG-Dateien. Ich habe einfach von dem Originalholz, was ich hier auch verwendet habe, ein Foto von der Holzplatte gemacht und als JPEG-Datei einfach hier abgelegt. Dieses Holz möchte ich dann gerne anpassen und nahtlos hier dann auf die Flächen verteilen. Das werde ich jetzt zuweisen. Das dauert ein paar Sekunden. Und jetzt wird folgendes passiert sein, dass zum Beispiel hier vorne auf, der, auf den Frontplatten, die wird man jetzt gleich sehen, also hier sieht man sie schon, wird die Holzmaserung von links nach rechts gehen, die soll aber von oben nach unten gehen. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal explizit die Holzplatten bzw. die Front nochmal anklicken. Dabei halte ich die Umschalttaste gedrückt, um genau diese vier Platten auswählen zu können und drehe die Holzmaserung hier um 90 Grad und werde das Ganze mal zuweisen und damit ist die Textur jetzt erstmal zugewiesen jetzt sieht man hier noch nicht besonders viel das heißt ich werde jetzt hier die Ansicht rendern lassen ich gehe hier auf GDI Shading nicht quick, sondern die beste Qualität, um das gut sehen zu können. Hier würde ich ein paar Einstellungen vornehmen. Ich werde das anti noch nochmal einschalten und werde jetzt mit OK das Rendering ausführen lassen. Das Rendering dauert einige Zeit, das ist dann abhängig von der Anzahl halt eben der Objekte, die jetzt gerendert werden müssen, von der CPU-Geschwindigkeit und auch davon, wie die Beleuchtung jetzt angebracht ist. Da komme ich aber gleich noch zu. So, das Rendern ist jetzt abgeschlossen. Wie man hier sieht, ist auch hier die Maserung in der falschen Richtung. Die geht von hinten nach vorne statt von oben nach unten. Das sind also Sachen, die jetzt eigentlich noch alle einzeln angepasst werden müssen. Ähm, auch hier, ja, das wäre richtig, die Maserung. Also, da gibt es noch viele Möglichkeiten, hier noch Veränderungen vorzunehmen. Wie gesagt, auch einige Holzpartien sind ja auch nicht aus dieser Eiche, sondern halt eben aus Birke. Da muss auch eine andere Textur drauf. Maßgeblich ist das Erscheinungsbild jetzt auch von der Beleuchtung. Die kann man natürlich verändern. Dazu geht man auf Tools, äh, auf Ansicht, auf Anzeigen und hier auf Lichtquellen. Und hier gibt es also verschiedene Lichtquellen: direktionales Licht, Punktlicht und ein Spot. Und diese Lampen können dann hier entsprechend an- und ausgeschaltet werden und mit entsprechenden Parametern, also wo sie sich befinden oder auch beim Spot, wo sich die Lampe befindet, bzw. auch wo sie hinstrahlt und mit anderen Parametern wie Intensitäten, der Umgebungsstreuung, Spiegelung und so weiter können diese Lampen genau eingestellt werden. Das ist allerdings eine Sache, die muss man wirklich ausprobieren, das kostet auch etwas Zeit, lohnt sich aber auf jeden Fall, da man da sehr tolle Ergebnisse mit erzielen kann. Damit ist die Zeichnung jetzt fertig, ich werde sie jetzt äh, speichern, unter Speichern unter und vergebe den Namen Schubladenschrank. Zum Schluss möchte ich noch gerne zeigen, wie man 2D-Zeichnungen von 3D-Zeichnungen ableiten kann. Die 2D-Zeichnungen werden in der Werkstatt benötigt, um überhaupt die Werkstücke herstellen zu können. Hierzu schließe ich jetzt zunächst erstmal die jetzige Zeichnung und öffne die Schrankdatei. Hier habe ich erstmal das Anzeigeproblem. Ich gehe auf Echtzeit drehen und bewege erstmal den Schrank etwas hin und her. Jetzt habe ich die richtige Anzeige. Und ich möchte ganz gerne die linke Seitenwand hier als 2D-Zeichnung später erstellen. Das heißt, ich benötige alle weiteren Seiten und Teile dieses Schrankes nicht. Sie können gelöscht werden. Durch Markieren und Löschen. So, jetzt sind alle Teile gelöscht, bis auf die Seitenwand selber. Und über das DC Toolkit Pro Plus habe ich jetzt die Möglichkeit, relativ einfach 2D-Ableitungen zu erstellen. Ich gehe auf 3D, auf 3D-Ansichten und habe hier über diese Schaltfläche die Möglichkeit, 2D-Ableitungen zu erstellen. Hier kann ich noch einstellen, welche Ansichten erstellt werden sollen. Ich erstelle alle bis auf die aktuelle Perspektive und gehe hier auf Erstellen. Und jetzt wird das Programm vollautomatisch alle Ansichten erstellen. Die Ansichten sind erstellt. Ich gehe auf OK und kann jetzt hier alles schließen. Das heißt, Datei alles schließen. Jetzt öffne ich mir einen Zeichnungsrahmen, den habe ich mir angefertigt. Das ist eine DIN A4-Seite, wo schon einige Daten hinterlegt sind. Und hier kann ich jetzt meine erstellten Ableitungen einfügen. Ich gehe auf Erstellte Ableitungen einfügen und nehme jetzt zum Beispiel die Isometrie. Das ist so eine 3D-Ansicht der Seitenwand. Das ist immer ganz praktisch, da kann man sich dann schon mal ansehen, wie später das Werkstück auszusehen hat. Jetzt füge ich die entsprechenden Ansichten ja ein. Ich nehme jetzt die Seitenansicht, das wird meine Hauptansicht. Die platziere ich hier. Dann die Draufsicht. Die platziere ich hier unten. Die muss allerdings noch um 90 Grad gedreht werden. Das heißt, ich gehe auf Bearbeiten, Markiertes bearbeiten, Markiertes drehen. Die muss ich um 90 Grad drehen. Allerdings dreht diese Software gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, ich muss minus 90 Grad eingeben, um in die richtige Richtung zu drehen. Schiebe ich das, die Seitenwand hier hin. Und durch Drücken der Steuerungstaste kann ich jetzt in einer Linie das Objekt sagen wir mal, hier platzieren. Jetzt ist eine Kopie entstanden, die äh, werde ich durch Entfernen löschen. Jetzt fehlt mir noch die Seitenansicht. Das entspricht dann hier der Vorderansicht. Die platziere ich hier hin. Auch die werde ich wieder auf die gleiche Höhe setzen. Und diesmal mit der Umschalttaste nach rechts verschieben. Jetzt habe ich die drei Ansichten hier eingezeichnet bzw. reinkopiert. Jetzt sieht man schon hier, ich habe eine Ansicht von. Links, hier habe ich eine durchgezogene Linie, das ist jetzt halt eben nicht richtig. Für meine eigene Zeichnung reicht man das, weil ich weiß, das ist halt eben äh, eigentlich nicht sichtbar in der Anzeige. Nur wenn man die Zeichnung weitergibt, dann sollte man hier eine gestrichelte Linie zeichnen. Beim Erstellen der Ableitung wurde diese Linie viermal gezeichnet, das heißt, drei Linien davon lösche ich jetzt. Eins, zwei, drei. Und die vierte Linie, die werde ich jetzt gestrichelt zeichnen, nämlich hier auf die Strukturinfo gehe, auf Strich, mache eine Skalierung von 15 und eine Linienbreite von 0,35, wobei das Komma hier ein Punkt sein muss. Jetzt gibt es hier noch so Ausreißer, das kann man halt eben durch ähm, Aufbereiten der Ansicht wieder beseitigen. Und jetzt habe ich die richtige Ansicht von meinem Bauteil. Als nächstes möchte ich das Ganze noch bemaßen. Dazu habe ich hier die Möglichkeit, das Bemaßungstool zu verwenden. nutze hier die Linienbemaßung und passe mir hier die Hilfslinien an. Die Hilfslinie soll nicht direkt auf dem Werkstück aufliegen, sondern etwas davon äh, im Abstand gezeichnet werden. Abstand gebe ich in die Ziffer 5 ein das ganze kann dann hier zum beispiel in die obere linke ecke gehen ungefähr und drücke die rechte maustaste und kann diesen punkt einfangen und gehe zum beispiel hier an diese position drücke wieder die rechte maustaste fange auch diesen punkt hier gehe dann dorthin wo mal, die bemaßung hin soll und drücke jetzt zum abschließen die linke maustaste und meine bemaßung ist fertig die nächste bemaßung kann ich dann Sofort vornehmen. Jetzt kann ich die Hilfslinie wieder einstellen, dass ich hier die 5 eingebe. Ich kann aber auch sagen analog zu. Und dann habe ich hier so eine Hand und sage hier zu. Dann werden die Daten, die ich jetzt hier geändert habe, automatisch übernommen. Ich gebe dann die Ecke, markiere mit der rechten Maustaste, gehe dann ganz nach außen, klicke wieder mit rechts, gehe nach oben und setze mit der linken Maustaste mein Maß dort ein. Und so gehe ich jetzt einmal rund um und bemaße mein Werkstück. Das geht also wirklich sehr, sehr schnell. So, das war nicht richtig, das machen wir nochmal neu. Dialog zu. Gehe dann die Position. Jetzt möchte ich natürlich, dass es nicht irgendwo steht, sondern auf der gleichen Höhe wie das hier. Das heißt, ich gehe hier rüber und gucke, dass es in der gleichen Höhe positioniert wird. Also diese Linie, wenn man die jetzt gerade durchzeichnen würde, wäre das eine Höhe. Das mache ich dann hier unten auf der Seite auch nochmal. Und ein Maß fehlt mir noch, das ist die Gesamtdicke hiervon. Die kann man sich natürlich auch errechnen. Das wäre dann 18 mm. Einfacher ist es, wenn ich die mal schnell dann hier zum Beispiel an die Draufsicht zeichne, dann auch wieder in der gleichen Entfernung. Und hiermit wäre dann auch die Bemaßung abgeschlossen. Man sollte darauf achten, dass man keine Doppelbemaßungen macht, ähm, um halt eben auch nicht zu viele Linien da, die verwirren können, hier einzuzeichnen. Und damit wäre jetzt auch die Zeichnung fertig. Die kann ich dann unter Datei speichern, unter Speichern. Ähm, da gebe ich zum Beispiel den Namen. Schrank und linke Seitenwand, um sie halt eben genau zu identifizieren, weil da kommen jetzt einige Zeichnungen. Da gibt es hier die rechte Seitenwand, den Boden, Top, Rückwand und so weiter. Und damit ich halt eben weiß, auch wo das hingehört, schreibe ich zum Beispiel vorne Schrank hin. Wenn das jetzt ein Teil der Schublade wäre, dann würde jetzt hier Schublade stehen. Ich gehe auf Speichern und meine Zeichnung wäre jetzt hiermit fertig und könnte jetzt so in die Werkstatt gegeben werden, um das zu bauen.